Hallo ihr Lieben, heute machen wir gemeinsam richtige Gummibärchen, die richtig schön intensiv und fruchtig schmecken und natürlich nicht aus Fruchtsaft gewonnen werden, sondern aus jeder Menge Chemikalien, die ihr teilweise sogar in der Apotheke besorgen müsst. Trotzdem viel Spaß beim Zuschauen. Das Rezept für dieses Video stammt ursprünglich von The Food Hacker, einem amerikanischen Blog. Den Link zur Website findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe nur ein paar Zutaten ausgetauscht, weil ich nicht alles in Österreich bekommen konnte. Ihr benötigt für die Gummibärchen 85 Gramm Götterspeisepulver, außerdem 8 Gramm Agar-Agar, einen Viertel Teelöffel kristalline Zitronensäure, 82 Gramm Glukosesirup aus der Apotheke und 79 Gramm Wasser, das Zimmertemperatur hat. Und später im Video werden wir auch noch ein bisschen neutrales Pflanzenöl und Maisstärke benötigen. Rührt um und lasst die Masse 5 Minuten stehen. Dann kommt der actionreiche Teil. Gib die Schüssel 30 Sekunden lang bei 850 Watt in die Mikrowelle. Dann verrühre die Masse, gib sie 15 Sekunden in die Mikrowelle, dann wieder verrühren, 15 Sekunden in die Mikrowelle und rühren und 15 Sekunden in die Mikrowelle und noch einmal. Also insgesamt sollen die zukünftigen Gummibärchen 1,5 Minuten in der Mikrowelle verbracht haben. Anschließend könnt ihr die Schüssel wieder auf den Tisch stellen und die Masse 10 Minuten lang unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen. Währenddessen könnt ihr schon eure Gummibärli-Formen mit etwas Öl auspinseln. Das Öl ist wichtig, weil die Bärchen sonst nachher in der Form kleben bleiben. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Die Masse möglichst gleichmäßig auf die Bärli-Formen aufteilen. Wenn ihr da nach Perfektion strebt, könnt ihr versuchen, die Masse mit einem Löffel in die Förmchen zu gießen. Mir ist nach einer Weile der Geduldsfaden gerissen und ich habe die Masse einfach verspachtelt. Danke an Rebecca für die tatkräftige Unterstützung. Die befüllten Formen habe ich dann eine Nacht in den Kühlschrank gestellt. Dann waren die Bärchen endlich fest genug, um sie aus den Formen zu schälen, was ehrlicherweise aber trotzdem noch eine echt klebrige Angelegenheit war. Die Bärchen könnt ihr zwar jetzt schon essen, sie sind aber noch lange nicht fertig. Sobald sie wieder Zimmertemperatur haben, werden sie matschig weich. Deshalb müssen sie noch einige Tage lang trocknen. Und trocknen, das sagt sich jetzt so leicht. Mit den Originalzutaten hätte es nämlich nur 3 Tage dauern sollen. Bei mir hat das 5 Wochen gedauert. Also, ich habe die Bärchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech gegeben. Die Hälfte der Bärchen habe ich versuchsweise mit Maisstärke bestreut. Die Stärke soll die Feuchtigkeit aufsaugen, wodurch diese Bärchen ein bisschen schneller fest geworden sind und sich leichter vom Backpapier lösen haben lassen. In den 5 Wochen Trockenzeit habe ich alle paar Tage probiert, ob sich die Bärchen schon vom Blechpapier lösen lassen. Und dann war es endlich soweit. Die Bärchen waren fest genug, um verkostet zu werden. Also beide Sorten Gummibärchen schmecken auf jeden Fall eindeutig nach Himbeer. Genau das wollte ich haben. Und ihr könnt es auf jeden Fall auch zu Hause nachkochen. Es ist zwar wahnsinnig umständlich und sehr, sehr zeitaufwendig, aber wenn ihr ein bisschen experimentierfreudig seid, dann ist das bestimmt ein super Projekt einmal für euch. Musik